Ein herzliches Willkommen. Hier spricht eure Britta Dahlberg. Und mein allererster Wunsch ist an euch heute Abend, macht doch die Kamera bitte an. All dieweil heute Abend wir ins Gespräch mit euch gerne kommen möchten. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn die Christine zum Beispiel zu sehen ist und nicht alles schwarz ist. Und dasselbe gilt für Sigri und Gudrun. Und wen haben wir da noch? Bi. Und Gott sei Dank keine iPhones und Galaxies. Ihr habt schöne Namen drin, das sehe ich schon mal. Das hilft nämlich auch. Wir wollen bei dem Thema, um das Thema, wo es ist, einfach Kommunikation, das A und O. Da ist noch jemand schwer am Schaffen mit dem Mikrofon. Wird gleich besser, dann werdet ihr das nicht mehr hören, hoffe ich. Aber auf jeden Fall könnt ihr da schon mal gucken, ob ihr das jetzt bekommt, bevor wir das offizielle Beginnbild hier gleich haben. Ui, ihr seid noch schwer am Schaffen, ich höre es. So, wo habe ich meine Teilnehmer? Wo seid ihr? Jetzt sehe ich euch. Wunderbar. So, jetzt haben wir das auch gesagt und die letzten sind noch reingekommen. Ihr könnt ruhig noch dabei essen, ihr könnt stricken, ihr könnt Katzen kraulen, kein Problem. Bevor es losgeht und noch den Tee zu Ende trinken, auch das ist noch möglich. Und jetzt gleich werde ich den Warteraum noch stilllegen und jeder kann hereinkommen. Und dann hole ich euch, unseren Ehrengast, gleich ins Bild. Lieber Resa, ich hoffe, ich finde dich jetzt, damit du auch ins Bild kommen kannst. Du bist sogar im Bild hier schon für mich. Und jetzt ziehe ich dich hinein auf die Leinwand. Jawohl, groß und schön für euch auch im Bild, hoffe ich. Ich kann ja nur immer einen Teil dessen sehen, was ihr seht. Ihr könnt ja die Galerie anmachen, das dann kann ich leider nicht. So, ein herzliches offizielles Willkommen nochmal zu unserem Livestream-Abend mit einer kleinen Premiere. So einen Abend haben wir nämlich mit unserem Gast noch nicht gemacht und ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr. Könnt ihr mir glauben? Immer ein bisschen aufgeregt. Wie wird so ein Abend? Wie ist er? Aber die Vorgespräche waren so schön und wir haben ja auch ein nettes Webcast gemacht, lieber Resa, wo wir auch mehr von dir schon erfahren haben. Und heute Abend, ja, geht es auch darum, deine Arbeit noch ein bisschen stärker in Aktion kennenzulernen. Und da hast du mich gleich aufgeklärt und gesagt, ja, ich will aber auch dann mit möglichst vielen sprechen und nicht nur im Chat kommunizieren. Das macht ihr aber auch schon, das sehe ich ganz wunderbar. Was, die Katze hat gerade schlechte Laune? Das ist auch süß, ja, das geht natürlich, auch wenn sie schlechte Laune hat, machen wir, gell, Resa, die Laune wird sich gleich verbessern, wenn sie dich sieht. Hauptsache, sie guckt mal rein in die Kamera. Ja, Interaktion, deine Themen, um das es dich geht, das hat ja mit Kommunikation zu tun. Das ist ja eins deiner Hauptthemen und in die Kommunikation zu kommen und wie wir uns das vorstellen können, wie du das hinkriegst, darauf freue ich mich heute Abend. Resa, wollen wir mal das Bild jetzt voll auf dich lenken und dich unseren Zuschauern auch präsentieren in ganzer Größe. So, da bist du. Sehr gerne. So, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und Britta, vielen herzlichen Dank für diese Einladung, dass ich heute hier sein darf und diese großartigen Menschen heute begleiten zu dürfen. Ich hoffe, dass es mir heute so gelingt, wie es mir auch in der Vergangenheit mit den anderen Gruppen gut gelungen ist. Ich sehe einige bekannte Gesichter, die mich schon auch kennen, auch in der Vergangenheit begleitet haben. Und ich will euch natürlich durch einen Prozess durchführen, aber bevor ich mit diesem Prozess beginne, ich meine, ihr habt ja gerade eben auch schon von Britta gehört, ich liebe Bilder, ich liebe die Gesichter, ich liebe euer Mimik, denn das ist ja unsere erste Kommunikation. Natürlich leben wir alle von Kommunikation, denn ohne Kommunikation entsteht ja keine Interaktion und ohne Interaktion haben wir kein Biofeedback und ohne Biofeedback wissen wir gar nicht, wo wir sind.
Damit ich mich auch in diese Masse von Menschen zurechtfinde, brauche ich natürlich Bilder von euch, also welche, die noch die Kameras nicht eingeschaltet haben. Da lade ich euch entsprechend dazu ein, dies einmal nachzuholen. Ja, um einmal den Satz zu Ende zu bringen, ja, Kommunikation ist alles. Wir kommunizieren immer und ständig, auch wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir. Und wir kommunizieren ja nicht nur nach außen, sondern wir kommunizieren ebenfalls nach innen. Das heißt, unsere gesamte Welt, unser gesamtes Leben besteht aus Kommunikation. Jetzt ist die Frage, wie kommunizieren wir mit uns? Tun wir das verbal? Tun wir es nonverbal? Tun wir es dann durch die innere Bilder oder innere Sprache? Oder tun wir das durch die Gefühle, durch die Emotionen? Auf jeden Fall sollten wir auch verstehen, wie wir mit unserem Unterbewusstsein kommunizieren können. Und ich glaube, das ist die größte Kunst, die wir erlernen sollten. Denn bewusst oder unbewusst manipulieren wir uns oder aber auch die anderen. Noch schöner formuliert, so oder so beeinflussen wir uns jetzt, ich sag mal, verbal oder sonst nonverbal durch die Körpersprache. Das geschieht immer und ständig und andauernd. Das heißt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Schon deine Anwesenheit bewirkt und deine Anwesenheit beeinflusst, deine Anwesenheit manipuliert oder deine Anwesenheit, ja, schränkt dich oder die anderen Menschen ein. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, nicht nur in diese Kommunikation, denn Kommunikation habe ich jetzt gerade so deutlich im Vordergrund gestellt, weil Britta das auch erwähnt hat, aber dennoch geht es in unserer Arbeit tatsächlich auch um die innere Kommunikation und wie wir das optimieren können, um unsere innere Welt so zu transformieren, damit die äußere Welt auch wahrhaftig so ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. So, wie gesagt, bevor wir starten, möchte ich gerne so, ja, ob du dich jetzt dazu meldest, um diese eine, zwei Fragen zu beantworten oder du diese Fragen für dich beantworten möchtest, das ist erstmal egal, aber ich stelle sie erstmal. Und das ist, was ist deine persönliche Motivation, dass du dir heute diesen Termin freigeschaufelt hast, um hier zu sein? Was ist deine persönliche Motivation? Warum bist du hier? Diese Frage ist aus einem ganz bestimmten Grund so wichtig, weil sehr oft wollen wir Veränderungen und sind oberflächlich bei der Sache dabei. Und wir sind einfach da, weil wir gerade die Zeit dafür haben, weil vielleicht nichts Vernünftiges im Fernsehen läuft oder ja, nichts Vernünftiges im Bett liegt oder nichts Vernünftiges im Kühlschrank zu finden ist. Und dann treffen wir die Entscheidung und sagen, ach, weißt du was, ich habe eh nichts zu tun und ich hole mir mal den Typen einfach mal an, mal gucken, was er zu sagen hat und schauen wir mal. Und ich möchte dir das von ganzem Herzen mitgeben. Es geht um dich. Und du hast deine persönliche Gründe oder Motivation, warum du dich dafür entschieden hast, hierher zu kommen. Auch wenn du sagst, ja, es hat sich ergeben, eine E-Mail hat mich erreicht und ich fand das interessant und deshalb bin ich da, um einfach mal zu gucken, was auf mich zukommt. Bitte entschuldigt, wenn ich das so deutlich sagen möchte, es ist verdammt wenig. Es ist deine Zeit. Das sind mindestens 90 Minuten deiner Zeit, die du mit mir verbringst und du kennst mich nicht und deshalb hoffe ich, dass du dir, falls du es vorhin nicht gemacht hast, zumindest jetzt in den nächsten Minuten das machst, dir verdammt gute Gründe dafür suchst, damit du das meiste von dem heutigen Workshop für dich mitnimmst und das keine Enttäuschung für dich ist. Also die Frage ist, warum sollst du mir zuhören? Ich möchte es dir nicht beantworten. Ich möchte, dass du dir das selbst beantwortest. Weil ich kann dir den Himmel auf der Erde versprechen und ich kann sagen, wie großartig ich bin und meine Methode hervorragend. Das tun alle anderen. Das ist nicht meine Aufgabe, das nachzuholen. Ich hoffe, du verstehst mich. Und ich möchte dich heute ergreifen auf eine andere Art und Weise. Und ich möchte, dass du ein Teil von meinen Gedanken wirst. Und ich möchte, dass du ein Teil von meiner Geschichte wirst. Um ein Teil meiner Geschichte zu werden, musst du die Verantwortung mit übernehmen. Meine Verantwortung ist, mich vorbereitet zu haben. Und das habe ich gemacht. Für euch. Die Frage ist, hast du dich für dich vorbereitet? Falls nicht, tu es bitte jetzt. Ich weiß, es ist gut, mit der Katze zu spielen. Ich weiß, es ist gut, nebenbei zu essen. Und ich weiß, dass es gut ist, nebenbei noch
was weiß ich, einen Anruf zu tätigen oder nebenbei noch irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Aber die Frage ist, liebst du dich denn in dem Maße, dass du das respektlos finden würdest, wenn ich es nebenbei noch täte? Einen Moment bitte, ich muss jemanden eine Nachricht schreiben. Also, tu bitte dein Handy weg, weil es um dich geht, okay? Daher stell dir bitte nochmal die Frage. Das kommt von ganzem Herzen, weil ich das Beste für dich möchte. Obwohl ich dich nicht kenne, aber ich weiß, du hast sicherlich einen guten Grund, heute hier zu sein. Stell bitte die Frage für dich. Was ist deine persönliche Motivation, weshalb du dir die Zeit dafür genommen hast, heute hier zu sein? Lass die Frage auf dich wirken. Zweitens, was erwartest du von mir? Was erwartest du von diesem kurzen Workshop von gerade mal 90 Minuten? Und wenn du schon hingeguckt hast, 5 Minuten spreche ich darüber, damit du mit deinen Gedanken bei mir bist, emotionalisiert bist von mir und von diesem Thema. Also das heißt, was erwartest du von mir und von diesem kurzen Workshop? Dritte und letzte Frage ist, was musst du schon von mir vermittelt bekommen, dass du am Ende sagen kannst, du bist zufrieden? Nein, du bist mehr als zufrieden. Ach komm, wir übertreiben mal, ihr wisst ja, ich bin Iraner und Iraner haben Bazars und die handeln gerne. Also lass mal handeln. Ich handle mit euch, ich möchte, dass ihr am Schluss sagen könnt, Mann, der Typ war Oberklasse und es hat große Freude gemacht, ihm zuzuhören. Und ich habe was für mich mitgenommen. Und das ist die Frage, was möchtest du für dich am Schluss mitgenommen haben, dass du sagen kannst, ich bin absolut zufrieden, ich bin absolut begeistert. Schreib es dir bitte einmal auf. Denn meine Aufgabe ist, dich auf eine besondere Art und Weise zu begeistern, indem ich dich durch einen Prozess durchführe. Und wenn du dann schon die Frage für dich beantwortet hast, ob du es schriftlich machen möchtest oder gedanklich das durchgehen willst oder du vielleicht sogar die Gefühle dazu hast und sagst, ja, in meinem Leben gibt es bestimmte Bereiche, die ich verändern möchte. Ich möchte mindestens einen Tipp haben oder ein Verständnis dafür haben oder ein Gefühl dafür haben, zu wissen, dass ich die Macht und die Möglichkeit habe, Dinge zu verändern, dass ich die Macht und die Möglichkeit habe, Dinge zu verändern. Wenn es das ist, schreib es dir auf. Denn im Grunde genommen wünschen wir uns alle gewisse Veränderungen, nicht wahr? Und egal, wie groß oder klein diese Veränderung sein mag. Und ganz ehrlich, vielleicht während wir uns heute so unterhalten, wirst du hier und da sagen, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Aber ich kann dir eins versichern, einige, die jetzt hier sind, die mögen mal kurz die Hand heben, wenn das so stimmt, wie ich es sage. Ihr werdet dennoch denken, der Junge, der schildert die Sachen ein bisschen anders als die, die ich bis jetzt gehört habe. Richtig? Einige von euch kennen mich. Hand hoch. Ja, ein paar Hände gehen hoch. Ja, sehr gut. Einzelhand. Ja, genau. Ingrid, da gehen Hände hoch. Also. Und wie gesagt, das ist meine Arbeit für heute. Und jetzt möchte ich gerne eine oder zwei Personen hören, die vielleicht schon eine Antwort oder vielleicht mehrere Antworten zu diesen Fragen haben. Warum bist du hier? Wer möchte? Also bitte nichts eingeben, ja, sondern eher Hand heben und verbal kommunizieren. Ich möchte euch hören. Du hörst mich auch. Du hörst meine Aufregung, du hörst meine Anspannung, du hörst meine Entspannung, du hörst meine Motivation, du hörst auch meinetwegen meine anderen Gefühle. Denn die Sprache sagt, wie wir uns innerlich fühlen. Und ich möchte, ja, Ingrid, sehr gut. Warte mal, Ingrid, ich muss dich eigentlich auch finden so schnell. Bitte Ton einschalten, einen Moment. Ich hoffe, das ist... Hab's. Ja, sehr gut. Ja, ich bin da, weil ich merke, dass ich mit der Kommunikation manchmal einfach mir die Worte fehlen. Vor allem, wenn ich ein wenig aufgeregt bin und ich habe mir jetzt da ein wenig, ich kenne dich ja, ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich bei dir war, einen Input gekriegt habe, was mir dann im Nachhinein einen richtigen Schub nach oben gegeben hat. Von daher gesehen habe ich sofort, wie ich das gelesen habe, da mache ich mit, das interessiert mich.
Und ja, ich bin einfach voll da. Ich habe auch mein Notizding da, dass ich mir Notizen schreiben kann, schneller, damit ich auch alles wirklich für mich festhalten kann und dann nochmal nacharbeiten kann und das umsetzen kann, was ich an Input kriege. Sehr gut. Vielen Dank für deine Worte. Herzlichen Ich Dank. danke für das Angebot. Sehr gerne. So, jetzt haben wir Christine, Christine Wallmeier. Ich gebe den Ton hier frei. Bitte einmal freischalten. Ja, ist, glaube ich, freigeschaltet. Sehr gut, bitteschön. Ja, ich bin ganz gespannt auf diesen heutigen Abend, weil ich erlebe jetzt schon so seit ungefähr einem halben Jahr eine totale Veränderung. Ich stelle fest, dass alles, was sich so in meinem Körper angespeichert hat und angesammelt hat, alles Ereignisse, Erlebnisse, Erfahrungen, Blockaden der Vergangenheit sind. Habe also den Weg beschritten, das jetzt aufzulösen und gehe jetzt in die andere Richtung. Und genau diese andere Richtung der Gottes, in die Gotteswelt gehen, in die Geistwelt gehen, in die Seelenwelt gehen, meine Intuition kommt wieder nach vorne. Das heißt, da erlebe ich so viel in mir, dass mir also doch ein bisschen Angst macht. Und jetzt, während ich hier mit dir spreche, ist mir total übel. Aber ich kann nicht anders. Ich muss den Weg jetzt weitergehen. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, man braucht ein bisschen Mut, um starten Mut zu auch. können. Bisschen. Ich versuche das gerade zu verkleinern, ja. Ja, danke, danke. Ja, man braucht auch mal großen Mut, aber kann ich sehr gut verstehen, ja. Vielen Dank, danke, dass du auch erzählt hast, wie es dir gerade geht. So, jetzt springe ich über. Jetzt habe ich hübsch, ich weiß gar nicht, Frau hübsch, Herr hübsch, ja. Wir haben leider kein Bild, aber hübsch. Ich gebe dich frei. Jetzt bin ich gespannt, was wir für eine Stimme hören, weiblich oder männlich. Hallo? Ja, männlich, super. Okay. Ja, erstmal Entschuldigung, ich habe leider keine Kamera. Das lässt sich leider nicht so schnell machen. Die andere Sache ist die, ich habe schon viel von Mind-Programming gehört und ich gehöre leider bisher noch nicht zu den erfolgreichen Leuten und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das geht, dass man immer gut drauf ist, dass man selbstbewusst ist und dass man immer die richtigen Entscheidungen trifft. Sehr gut, ja. Vielen Dank, dass du es ansprichst. Wir werden, ach, ich hoffe, dass es erlaubt ist, auch diese Punkte mal kritisch zu betrachten, was du gerade angesprochen hast. Also, ich gebe mir Mühe, dich von einer anderen Sichtweise zu begeistern. Danke erstmal. Ja, also ich habe bisher die Feststellung gemacht, ich habe wohl ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein mit in die Wiege gelegt bekommen und deshalb habe ich in meinem langen Leben schon ziemlich viele Schwierigkeiten gehabt. Und andere, die machen das so mit links nebenbei nach dem Motto, wo ist das Problem? Und ich würde gerne mal zu denen gehören. Ja, also ich kann dir jetzt schon sagen, du scheinst wohl zumindest in diesem Augenblick Selbstbewusstsein zu haben, weil du weißt ja, dass du dir selbstbewusst bist, dass du irgendwas nicht meinetwegen so gut kannst wie die anderen. Ja, worüber ich mich immer gewundert habe, ist Durchsetzungsvermögen. Also ich bin Entwicklungs- und Konstruktionsingenieur, habe immer das Problem gehabt, ich habe Aufgaben gekriegt, wo ich Ressourcen brauchte, die ich mit meinem Organisationsgrad, meinen Zuständigkeiten nicht selbst anziehen konnte. Ich musste immer Höhergestellte beeindrucken und da war immer das, wie soll ich sagen, so ein Babankspiel, sage ich zu viel, riskiere ich rausgeschmissen zu werden, sage ich zu wenig, bekomme ich nicht die Mittel, die ich brauche, meine Aufgaben zu erfüllen. Ja, vielen Dank. Also Selbstbewusstsein hast du ja. Selbstbewusstsein habe ich vorhin gesagt, also du bist dir erstmal dir selbst oder dir der Situation bewusst. Aber die Frage ist, was brauchst du an Ressourcen? Du sagst ein Durchsetzungsvermögen, aber dann wahrscheinlich eher Selbstsicherheit. Aber schauen wir mal, wo wir dich dann heute hinlotsen können. Magst du mir aber trotzdem sagen, was wünschst du dir denn von mir und Also was erwartest ich du? wünsche mir erstmal, dass das nicht nur das Selbstbewusstsein, das Selbstwert, dass ich den wirklich massiv hochkurbeln kann. Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe eine sehr eingeschränkte Gesundheit durch den Schlaganfall. Ja. Ich habe eigentlich die Priorität, erst sollten die Finanzen stimmen, dann sollte die Gesundheit hochkommen und dann hätte ich die Freiheit, mich mit anderen Menschen zu befassen.
Okay, ja. Gut, super. Dann, ich hole dich immer wieder mal kurz dazu. Ja. Gut, dann soll ich das Mikro wieder ausschalten? Oder? Sehr gerne, dankeschön. Gut. So, RB, da bin ich gespannt. Ja, das bin ich. Mein Name ist Rahel. Ich habe irgendwie Probleme mit der Kamera, die geht mal nicht mit der Netzwerkbreite. Ich habe mich dafür angemeldet wegen dem Titel, dass warum visualisieren nicht reicht sinngemäß. Und ich habe jetzt angefangen vor ein paar Wochen mit den Meditationen von Joe Dispenza und kämpfe mir echt einen ab und hatte gehofft, heute vielleicht eine Brücke zu finden, die es mir irgendwie leichter macht. Super, dankeschön. Hervorragende Arbeit. Und du bekommst eine Antwort. Danke dir. Irene, magst du? Also jetzt habe ich dein Mikrofon freigeschaltet. Ja, hörst du mich? Ja. Ja, ich bin mit meinen Gedanken zu oft in der Vergangenheit. Es sind immer negative Gedanken. Ich habe ja auch schöne Dinge erlebt, aber die sind total im Hintergrund. Mir kommen immer die negativen Dinge hoch. Und ja, wenn es möglich ist, das zu ändern, meine Hoffnung war, dass ich hier heute vielleicht da was lernen kann in diese Richtung. Mhm. Vielen Dank. Dankeschön, Irene. Sehr tolles Beispiel und auch Thema. Ich hoffe, ich gebe dir nachher noch deine Antwort. Dankeschön. Aurelian, auch sehr spannender Name. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hallo an alle. Ich bin nicht Aurelian, ich bin Nicole. Das ist mein Sohn Aurelian. Aber ja, also mir geht es eigentlich darum, ich habe in der Vergangenheit festgestellt, immer wenn ich sehr klar war mit dem, was ich will, dann hat das immer geklappt, dann hat das Universum immer geliefert. Also das war schon manchmal unheimlich. Mir fehlt es einfach sehr, sehr oft an Klarheit. Und ich habe jetzt mein erstes Vision Board fertiggestellt und habe dann festgestellt, dass ich Probleme habe jetzt seitdem tatsächlich mit dem Hier und Jetzt. Ich bin immer sehr gerne dankbar für alles, was ich habe. Und ich habe sehr viel. Und für mich widerspricht sich das gerade ein bisschen. Also dieses Visionieren, Manifestieren von allem, was ich gerne anders hätte oder mehr hätte. Geld zum Beispiel oder ein anderes Haus oder noch mehr Liebe. Wie kann ich hier und jetzt dankbar sein für das, was ich habe und trotzdem manifestieren oder visionieren? Wie funktioniert das? Wie kann ich mich dabei dann nicht undankbar fühlen? Ja, herzlichen Dank also für diese Einsicht, also wirklich hervorragend. Ich werde dir auch hierzu deine Antwort geben. Ja? Herzlichen Dank. Danke dir. Gut. Super, dann gerne du auch einmal okay, das habe ich jetzt für dich übernommen, dein Mikrofon ausgeschaltet. Okay, wunderbar, also soweit herzlichen Dank für diese tolle Impulse und diese Inspiration. Ich möchte euch auch gerne einmal durch diesen Prozess durchführen. Bevor ich das auch in diese Thematik reinbringe, möchte ich gerne, wenn euch interessiert, das sozusagen über meine Historie tun. Und ich glaube, wenn ich es tun darf, dann werdet ihr viele Dinge ein bisschen besser verstehen und nachvollziehen können, bevor ich da einfach theoretisch und wissenschaftlich die ganze Geschichte darlege. Wenn das erlaubt ist, einmal kurz Handzeichen, die Hand nach oben. Also das heißt, wenn die Mehrheit ja sagt, dann legen wir los. Super. Okay, einige nicken, einige dürfen auch die Hand heben. Sehr, sehr gut. Okay, danke schön. Wenn ihr die Beiträge gelesen habt von mir, und ich habe es auch vorhin auch schon erwähnt, ich bin ja im Iran geboren und bin mit 14,5 erst nach Deutschland gekommen. Und ich bin in einer, ich sag mal, seinerzeit einer guten Familie hineingeboren. Liebevolle Familie, jede Menge Geschwister, wir sind 7 Kinder übrigens. Und es war alles ziemlich gut, zumindest von der Erzählung her. Bis ich 4, 5 Jahre alt war,
Da ging sozusagen die Revolution los. Und einige wissen es wahrscheinlich, die die Geschichte vom Iran kennen. Dann kam ja natürlich Ayatollah an die Macht. Wie er natürlich an die Macht gekommen ist, ist auch vollkommen egal. Und da ging natürlich eine andere neue Welt für mich, aber auch für die ganze Bevölkerung los. Das heißt, so wie ich damals seine Zeit erzogen worden bin, was ich für ein Menschenbild in meinem Kopf hatte, wurde natürlich in dieser Revolutionszeit komplett in Frage gestellt und auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Religion hat die Macht übernommen und begann zu erzählen, wie ich mich zu verhalten habe, was ich zu denken habe, was und vor allem wie ich zu sprechen habe, wie ich mich kleiden muss und so weiter und so fort und vor allem wie ich meine Haare zu tragen habe. Ich bin in dieser Zeit, nicht nur ich, sondern viele Leute, die in meinem Alter waren oder vor allem, als wir dann 10, 11, 12, 13 Jahre alt waren. Und da kommt dann natürlich so ein bisschen Pubertätsalter ins Spiel und da wollen wir rebellieren, da wollen wir mal ein bisschen modern sein. Und wenn du Jeanshose getragen hast oder eine Marke auf deinem T-Shirt hattest oder vielleicht sogar noch irgendeinen englischen Begriff, dann wurden wir regelrecht in der Schule, aber auch auf der Straße verprügelt. Also genauso wie ich es sage, verprügelt. Also es gab nicht irgendwelche Abmahnungen, sondern ganz krasse körperliche, psychische und emotionale Gewalt. Und teilweise müssten wir uns dann nackt ausziehen. Wir sind dann ausgepeitscht worden, ne? Sei es an den Füßen oder am Rücken oder die Hände. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von früher. Hier in Deutschland ist es auch bekannt. Bis irgendwann die Grenze, also die Grenze bei mir zumindest so erreicht war, dass meine Eltern gesagt haben, okay, ich muss das Land verlassen, weil in diesem Alter geht man ja natürlich, ne, in den Krieg, zumindest wird man da eingezogen, mit 13, 14, 15. Und wir wurden damals dazu genutzt, um ja den Weg frei zu machen, indem wir unseren Körper, unseren Leib für Allah sozusagen auf die Minen geworfen haben, damit die Älteren sozusagen den Gegner, ne, wegen dem Islam und so weiter angreifen können und so weiter und so fort. So, jetzt, ich hoffe, dass ihr es soweit verstanden habt. Ich habe eine andere Kindheit bis 4, 5 Jahren. Und zwischen 5 bis 13, 14 oder 14,5, bis ich dann langsam aus dem Deutschland flüchten dürfte, eine andere Welt. Jetzt komme ich hier in Deutschland an. Ich möchte die Reise gar nicht euch darlegen, wie ich dann hierher gekommen bin, sondern jetzt bin ich hier. Jetzt erlebe ich eine vollkommen andere Welt, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie miteinander kommunizieren. Und jetzt bin ich paff. Das heißt, das, was ich hier gesehen habe, was ich hier wahrgenommen habe, passte gar nicht mit meiner Welt überein. Ich konnte mich ja sehr schlecht natürlich an die ersten 4 Jahre erinnern, aber ich konnte mich sehr gut an diese Zeit zwischen 5 bis 14 sehr gut erinnern. Und da, was mir dann damals eingeredet worden ist, ne, wenn die Frauen ohne Kopftuch unterwegs sind, dann sind das, wenn die Männer dann 5-mal am Tag nicht beten, dann sind die, ich zensiere das, damit sich hier niemand beleidigt vielleicht fühlt. Das ist auch natürlich nicht angenehm, solche Worte auch in den Mund zu nehmen. Und dann stehst du natürlich mit diesem Bild und du musst einfach hier jetzt zurechtkommen. Und meine große Herausforderung war, im Prinzip eine Anerkennung zu bekommen, eine Anerkennung zu erlangen. Es war sehr schwierig, sich hier zu etablieren, weil ich musste im Prinzip Stück für Stück meine innere Welt, meine Landkarte, die ich mir erschaffen hatte oder die mir erschaffen worden ist, die mir manipulativ installiert worden ist, müsste ich Stück für Stück überarbeiten, um einfach dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich hatte nicht nur in der Schule große Schwierigkeiten gehabt, sondern mit mir auch. Ich konnte Nächte nicht schlafen, es gab dann große Herausforderungen in meinem Leben. Als ich damals meine sportliche Karriere angefangen habe, habe ich natürlich auch Diskriminierung, Rassismus erlebt ohne Ende. Und egal wie ich mich bemüht habe, wurde ich natürlich nicht auf die Art und Weise anerkannt, wie ich gehofft habe, anerkannt zu werden. Worauf ich im Prinzip hinaus will, ist, ich habe mehr oder weniger mindestens 3 verschiedene Welten erlebt, plus ich erlebe eine Welt, die frei ist,
die, ja, sag mal, humanistischer sein sollte. Gleichzeitig erlebe ich in diesem Land, obwohl das Land humanistisch sein sollte, viel, viel Abwertung, Diskriminierung, ja, und Rassismus. So dass es für mich einfach irgendwie alles miteinander gar nicht übereinstimmen konnte. Und da muss ich für mich natürlich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war, wie gehe ich mit dieser großen Herausforderung um? Und ich glaube, jeder von uns kommt an so einem Wendepunkt, ob das in der Beziehung ist oder mit den Eltern, mit dem Beruf oder mit der Krankheit ist, dass wir immer eine Entscheidung treffen müssen. Und diese eine Entscheidung legt sozusagen unsere Zukunft fest. Und ich habe für eine bestimmte Zeit stagniert oder ich habe mich zurückgezogen. Ich war vor circa, glaube ich, 6, 7 Wochen war ich mit 17, war ich in den Wäldern, habe mich zurückgezogen, habe die Schule vermieden und habe dann dort circa 6, 7 Wochen Zeit, meine Zeit verbracht. Das war der Moment, wo ich wusste, das ist nicht der Weg, den ich weiterhin gehen möchte. Ich will diese Herausforderung annehmen, aber ich wusste, dass ich was anderes tun muss. Und da begann ich, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Mentaltraining oder mit der Meditation, weil da war es ja damals ja gang und gäbe. Es gab dann buddhistische Schulen und Meditationsschulen und so weiter, aber auch Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalyse. Wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann sollte man das auch einigermaßen auf die Reihe kriegen. Sage und schreibe, ich beschäftigte mich nicht nur mit Meditation, sondern aber auch in der Zeit auch mit der Psychologie und ich leider immer wieder festgestellt habe, ich muss immer und immer wieder meine Probleme darlegen und ich kam nicht in der Geschwindigkeit voran, in der ich es mir gewünscht habe. Die Probleme wurden intensiver, häufiger und ich konnte keine gesunde Beziehung aufbauen und wie das meistens so ist, ja, du bist ein Kriegskind, das heißt, ich wurde zu einer Persönlichkeit definiert und weil ich X bin, kann ich Y nicht. Vielleicht kennt ihr das alle. Das heißt, wir werden auf eine bestimmte Art und Weise identifiziert, in eine Schublade reingesteckt und du kommst da erstmal nicht raus. Es ging bis dahin, wenn zum Beispiel moralisch irgendwelche Dinge nicht richtig sind oder bestimmte Dinge vielleicht einfach in deiner Welt sich nicht in Ordnung erscheinen und du dich dann dazu äußerst. Wenn du blonde Haare hast, bitte versteht mich jetzt richtig, dann heißt es, okay, das ist deine Meinung, die du vertrittst. Aber wenn du andere Haarfarbe hast, dann heißt es, ach, das ist dann deine Mentalität. Das heißt, alles, was du in dem Moment sagst, wird immer zu deiner Identität und wird einfach in diese Schublade hineingesteckt. Und ich fand das einfach eindeutig zu wenig, dass der Psychologe zu mir sagt, da kommst du her, das sind deine Eltern, das bist du und das, was du bist, bist du es einfach. Und wenn du meinetwegen damit umgehen möchtest, musst du meditieren oder du musst achtsam sein mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, mit deinen Verhaltensweisen, mit deinen Gewohnheiten und lernen, damit besser umzugehen. Vielleicht kennt ihr das. Achtsamkeit. Ja? Für mich war es dann einfach der Moment gekommen, wo ich gesagt und gedacht habe, wie kann es denn eigentlich angehen, dass das, was ich eigentlich nicht will, immer wieder kommt? Habt ihr auch schon mal diese Frage gestellt? Wie kann es denn sein, dass das, was ich nicht will, immer wieder kommt? Und wenn die Idee, das, was du haben willst und das, was du nicht haben willst, sozusagen ablehnen und in diese Richtung und das, was ich haben will, eigentlich gar nicht kommt. Motivationsseminare besucht und da hat man, wie ich es auch hier gehört und aufgeschrieben habe, Visualisierungsboards gemacht. Ne? Millionen Euro auf meinem Schein, 10-Euro-Schein geschrieben und an der Decke geklebt, in der Hoffnung, ich kriege das Geld, ja. Und, auch die Gesundheit, die absolute Gesundheit visualisieren, das wird schon kommen. Und als ich da an diesen Punkt angelangt bin, wusste ich, dass ich mich jetzt wiederum neu entscheiden muss. Ich habe verstanden, dass alles im Prinzip von mir abhängt. Aber gleichzeitig habe ich verstanden, dass ich persönlich die Verantwortung dafür trage, wie mein Leben sein wird. Und ich muss die eine Frage stellen, nicht wie ich bin oder wie es war, dass ich zu dem geworden bin, was ich heute bin, sondern wie will ich sein? Und hier spreche ich von einem Seinszustand. Von einem Seinszustand.
Die Problematik, was ich dabei herausgearbeitet habe und herausgefunden habe, war, dass alle immer davon sprechen, dass es entscheidend wichtig ist, wie deine innere Programmierung aufgebaut ist, aber alle Techniken, die sie dir vermitteln, immer äußerlich sind. Ich mache ein paar Beispiele. Es wird immer gesagt, deine Gedanken schaffen oder erschaffen deine Realität. Kennt ihr das? Deine Gedanken sind verantwortlich für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Beziehung etc. etc. Aber ganz ehrlich, wo kommen denn die Gedanken eigentlich her? Die Gedanken sind in Wahrheit Endprodukte unseres inneren Seinszustandes, unserer inneren Programmierung. Um die Gedanken musst du dich gar nicht kümmern, weil die Gedanken Endprodukte sind. Endprodukte dessen, wie dein Seinszustand programmiert ist. Jetzt möchtest du wahrscheinlich wissen, was Programmierungen sind. Gehe ich später nochmal darauf ein. Oder die Gefühle. Wir müssen uns mit Endprodukten beschäftigen. Und ein Gefühl ist ein Endprodukt dessen, was vorher schon gedacht ist, was sozusagen an frühere Erfahrungen stattgefunden haben. Und das ist der Grund, warum wir immer mit dem Tun beschäftigt sind. Das heißt, es müssen wir achtsam sein und achtsam auf unsere Gedanken schauen. Das wäre so ähnlich, wenn ich dir jetzt sagen würde, hier ist der Ausdruck, finde den Fehler und korrigiere den. Und dann mache ich denselben, den ich dann hier auf meinem Rechner habe, drücke ich den wieder aus und sage dann, hier ist immer noch ein Fehler drauf. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Und da werdet ihr irgendwann auf die Idee kommen und sagen, hey, ich bin achtsam, aber auf dem Zettel. Und wo schreibst du den Text? In meinem Rechner. Ja, oder auf meinem Rechner. Und das muss ich dort korrigieren. Das heißt, als ich dann festgestellt habe, dass ich mir jeden Morgen 20 Affirmationen sagen muss, vor dem Spiegel stehen muss, sagen wir, ich bin ein guter Typ, ich bin ein guter Typ, ich bin ein ehrlicher Typ, ich bin ein erfolgreicher Typ, ne? Und es muss immer wie sein? Ich bin, es muss präsent sein, es muss in hier und hier, ich muss das begreifen. Und irgendwann sickert es durch. Und dann habe ich gedacht, warum gebe ich mir die Mühe? Denn wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir auch keine Gedanken darüber, heute mich wie ein Arschloch zu verhalten. Wer nimmt sich dann vor, morgens aufzustehen, ich werde heute Abend, heute den ganzen Tag noch schlecht launig durch die Gegend laufen? Wer macht das? Wer von euch nimmt sich das vor? Wer von euch nimmt sich einfach vor und sagt dann, ich werde heute alles dafür tun, um krank zu werden und ich motiviere mich dafür. Ich werde 300 Tafel Schokolade essen, ich werde 2 Schachteln Zigarette rauchen, ich werde 20 Kaffee trinken. Ja, wer von euch nimmt sich das vor? Machen wir nicht. Es passiert automatisch. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, alles, was wir bis heute gelernt haben, ist immer von außen kommend. Wir setzen uns hin, meditieren in der Hoffnung, dass die Meditation eine bestimmte Wirkung auf uns hat. Meditation hat einen Sinn und Zweck, ja. Meditation ist machtvoll und wirksam, ja. Aber die Frage ist, wofür? Denn du kannst den Schraubenzieher nicht nehmen und sagen, damit will ich, keine Ahnung, einen Nagel in die Wand hauen. Dafür brauchst du den Hammer. Es geht immer darum, was willst du verändern? Und als ich diese Dinge verstanden habe, war es mir klar, natürlich, ich brauche die Achtsamkeit. Ich muss es mir bewusst machen, was ich in meinem Leben verändern will, was nicht so gut läuft und was ich verbessern will oder wo ich hin will. Und das ist mein Ratioverstand. Mein Ratioverstand macht gerade mal 3-4% meines gesamten Bewusstseins aus. Weil das ganz wichtig ist, ihr müsst das bitte, bitte, bitte verstehen. Und über dieses Bewusstsein versuche ich zu visualisieren. Was kann mein Unterbewusstsein nicht visualisieren? Mein Unterbewusstsein kann nur Befehle ausführen. Das sind die Gewohnheiten, die dort abgelegt sind. Ob das denn jetzt Dr. Joe Dispenza ist, ich möchte seine Arbeit nicht in Frage stellen oder schlecht machen, aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich beginne zu visualisieren, dann mache ich das über den Ratioverstand, weil mein Ratioverstand imstande ist zu visualisieren. Das ist der absolut kleinste Schritt, den ich brauche, um eine große Veränderung herbeizuführen. Das bedeutet was? Das heißt konkret, um das auf den Punkt zu bringen, mein Ratioverstand hat eine besondere Fähigkeit. Mein bewusster Ratioverstand kann in die Vergangenheit schauen. Bewusst Information
herholen. Mein Ratioverstand oder mein bewusster Verstand kann auf meine Gegenwart schauen. Was ist hier? Was habe ich? Was steht mir zur Verfügung? Wie läuft mein Leben? Wie läuft meine Beziehung? Wie viel Geld verdiene ich? Das ist das, wenn ich auf meinem Konto schaue und denke dann, oh, ich muss mal wieder arbeiten. Ich muss wieder schaffen gehen. Und mein Ratioverstand kann vergleichen. Das braucht er. Es wird aber auch behauptet, vergleichen ist absolut tabu, weil das nicht gut ist. Ich empfehle euch, zu vergleichen, aber auf eine gesunde Art und Weise, weil vergleichen machen wir immer. Warum? Damit du weißt, wo du stehst. Damit du weißt, ob du im richtigen Bett schläfst oder im falschen Bett bist. Vergleichen ist entscheidend wichtig, ob du mit dem richtigen Partner aufstehst oder nicht. Ob du den richtigen Weg dir ausgesucht hast oder nicht. Das heißt, unser Gehirn kann in dem Moment vergleichen und den Vergleich brauchen wir, um zu wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und hier kommt mein erster Tipp für heute Abend. Vergleiche bitte, schaue für dich, was möchtest du in deinem Leben absolut nicht? Nimm einfach mal einen Lebensbereich von dir und schaue genau hin, was in deinem Leben willst du nicht mehr haben oder erleben? Wenn es um zum Beispiel partnerschaftliche Beziehungen geht, such dir ruhig mal jemanden aus und sag dann, so soll meine Beziehung nicht sein. Aber such bitte gleichzeitig eine Beziehung, wo du sagst, genau das wünsche ich mir. Und wenn das beides nicht gibt, dann male es dir aus, wie ist es, wenn es am schlimmsten ist und wie ist es, wenn es richtig gut ist. Einverstanden? Damit du dann immer weißt, in welche Richtung du dich bewegst. Wir brauchen diese zwei Motivationen. Ich will nicht dahin, aber ich will dorthin. Wir brauchen diese zwei Kräfte, diese zwei Energien, die in uns schlummern, damit wir wissen, wo wir gerade unterwegs sind. Was kann unser Ratioverstand denn noch oder unser bewusster Verstand kann in die Zukunft gucken? Das heißt, anhand unserer Erfahrungen in der Vergangenheit, die wir gemacht haben, und unser gegenwärtiges Leben, kann unser Ratioverstand überprüfen und dir sagen, wie dein morgiger Tag sein wird. Das ist die Besonderheit, die unser Bewusstsein hat, unser Ratio oder bewusster Verstand. Wir können uns das jetzt ausmalen, wie es ist, wenn es anders ist. Wir können uns ausmalen, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre. Richtig? Können wir das? Das können wir alle. Hand hoch, wenn ihr damit einverstanden seid. Ja, sehr gut. Seid ihr bei mir? Ja? Das ist einmal ganz wichtig zu wissen. So, das heißt, unser Ratioverstand hat diese besondere Fähigkeit und dieser Ratioverstand kann dir nur sozusagen den Spiegel vorhalten, dir die Informationen geben und sagen, hier ist es. Jetzt muss natürlich ein anderer Schritt stattfinden. Das ist die Entscheidung, wie will ich jetzt mein Leben haben, so wie bisher oder tatsächlich anders. Und dazu nutze ich die Visualisierung, damit ich mir vorstellen kann, wie darf und soll mein Leben sein. Aber über diesen Ratioverstand kannst du so gut wie gar nichts verändern, weil das ist nicht seine Fähigkeit. Und jetzt kommt genau der entscheidende Punkt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Das ist sozusagen unser unbewusster Verstand, unser Unterbewusstsein, unser Körper sozusagen. Ja? Dort, wo alle unsere Gewohnheiten manifestiert sind, wo alle unsere Ideen, Erfahrungen, Einstellungen, Glaubenssätze, Paradigmen, ja, alles und vor allem unsere Ängste manifestiert sind. Der arbeitet nicht nach dem Motto, wie war es denn gestern? Ach, wenn ich das mache, ist morgen total mal wegen Scheiße und der Morgen wird ein schlechter Tag sein. Ganz im Gegenteil. Der macht das genauso, wie er es gestern gemacht hat. Er wiederholt das von dem ersten Tag an, weil da die Manifestation stattgefunden hat, bis zu deinem Tode. Und so ist es auch mit den Gewohnheiten. So ist es mit dem Rauchen, so ist es, wie du aufstehst, so ist es, welche Menschen du anziehst und so weiter und so fort. Das ist sozusagen unsere innere Programmierung, unser Inner Mind Programming. Und du kannst jetzt anfangen zu visualisieren, du kannst dir jetzt ein Problem bewusst werden, du kannst deine Gedanken bewusst wahrnehmen oder achtsam wahrnehmen, dann schaust du einfach auf das Endprodukt. Du kannst deine Gefühle wahrnehmen und meinetwegen sogar die Augen schließen und sagen, ja, meine Gefühle. Es fühlt sich so und so an. Nimm es an. Gib dem Raum. Okay. Was passiert denn? Du hast es einfach nur wahrgenommen. Das heißt, du hast deine Wahrnehmung gestärkt.
Das Gefühl wird morgen wiederkommen, weil genau das nicht berücksichtigt worden ist. Und was ist es? Die Botschaft hinter dem Gefühl. Und da müssen wir jetzt einen Schritt immer tiefer gehen. Natürlich habe ich das Gefühl, natürlich kann ich sozusagen das schreiende Kind wahrnehmen. Stell dir einfach mal vor, wenn du Kinder hast, das Kind kommt und wird laut, weil er irgendwas von dir will. Und jetzt hast du es ja gelernt, ne? Einmal dein inneres Kind anzuschauen, ja? Oder deine Gefühle. Das ist dann so ähnlich, musst du es dir mal vorstellen. Und du schaust dir das Kind an, du schaust auf das Kind und sagst, ja, das Kind schreit und ist laut, ne? Und nach 5 Minuten oder 10 Minuten beruhigt sich das Kind und geht, weil das Kind merkt, egal wie laut ich schreie, ich bekomme nicht das, wofür ich dahin gekommen bin. Das Kind hört auf zu schreien und wir denken, na, schau mal, das hat sich doch beruhigt. Aber das Kind wird in 5 Minuten wiederkommen. Warum? Weil das Kind noch nicht seine Bedürfnisse befriedigt gesehen hat. Das kennt ihr. Wer von euch hat Kinder? Okay, dann kennt ihr wahrscheinlich diese Erfahrung, du bist irgendwie mit einer Sache beschäftigt. Das Kind kommt an und sagt dann, Mama, Mama oder Papa, guck mal, was ich hier gemalt habe. Du hast gerade keine Zeit, du telefonierst. Was machst du? Nicht jetzt. Das Kind wird lauter, dann sagst du noch lauter, nicht jetzt. Bis das Kind irgendwann aufgibt und geht. Und 5 Minuten später, oder vielleicht sogar 2 Minuten später, kommt das Kind und sagt dann, ja, guck doch mal, was ich gemalt habe. Ne? Kennt ihr das? Das Kind hört einfach nicht auf und kommt immer wieder. Und das ist so ähnlich wie mit den Gefühlen, die sich äußern. Und wenn du es dir nur anschaust, welche Farbe, welche Größe und wie pocht das, wie schlägt es? Es geht weg, aber es kommt wieder. Und da hast du keine dauerhafte, tiefgründigere Veränderung geschaffen. Jetzt möchte ich gerne einmal darauf eingehen, wenn ich jetzt über Inner Mind Programming spreche, weil das ja die eine Methode ist, die ich anhand dieser neuen Veränderung des Denkens ins Leben gerufen habe. Also ich bin ja Hypnosetherapeut und habe ja diverse andere Ausbildungen wie NLP, aber auch Bewusstseinsforschung gemacht und viele andere Elemente, Energiearbeit und habe im Nachhinein festgestellt, dass sehr, sehr häufig viele Dinge, Veränderungen immer auf der Oberfläche stattfinden. Es fühlt sich gut an, aber nur für den Moment. Aber das Problem ist noch unterschwellig da. Man bewegt sich nicht wirklich nach vorne. Man kriegt es nicht mehr mit, weil man es einfach irgendwie zum Schweigen gebracht hat. Wenn ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Ja, könnt ihr es verstehen? Sehr gut. Aber wenn du auf das Leben schaust, das Leben hat sich nicht verändert. Und so war es ja bei mir auch. Ich bin einmal die Woche zum Psychotherapeuten gegangen, habe mich hingesetzt, habe meditiert einmal in der Woche, ne, 3/4 Stunde und in dem Moment war es gut. War ich dann draußen, dann habe ich natürlich die gleichen Schwierigkeiten gehabt. Und das ist die Entscheidung, von der ich spreche. Welche Veränderung möchtest du haben? Eine kurzfristige, oberflächliche? Dann geht man natürlich einen anderen Weg, aber wenn du eine tiefgründigere Veränderung haben willst, dann musst du deine Kommunikation mit deinem Inneren, also mit deinem Unterbewusstsein, verändern. Ich möchte noch ein paar Sätze darüber verlieren, wie unsere Landkarte, sogenannte innere geistige Programmierung, entstanden ist. Stell dir bitte einmal vor, wir werden ja geboren und haben unglaublich viel Potenzial zur Verfügung. Das heißt, wir sind fast ein ungeschriebenes Blatt. Ich sage mal bewusst fast, weil die Urahnen ja auch entsprechende Informationen an uns weitergegeben haben. Darauf möchte ich erstmal gar nicht eingehen. Aber nur, damit du verstehst, du bist da und bist erstmal frei von diversen Meinungen. Und diese Meinungen werden von der Außenwelt auf uns eingeprescht. Und wir müssen diese annehmen, weil wir nicht wissen, wie die Realität ist. Wir haben keine Referenzwerte. Wir können nicht vergleichen. Deshalb ist Vergleichen entscheidend wichtig. Also, das heißt, wenn ich jetzt mit 1, 2, 3 Jahren diese 3 oder 4 verschiedene Welten gekannt habe, von denen ich vorhin erzählt habe, dann würde ich wesentlich leichter rebellieren, mich durchsetzen und Nein, Danke sagen. Aber da ich es nicht kannte, musste ich erstmal diese eine Welt akzeptieren, dann müsste ich die andere Welt akzeptieren, dann müsste ich die andere Welt akzeptieren. Das heißt, ich war nur in dem Zustand des Nichtwissens und des Überlebens. Und in dieser Phase befinden wir uns leider alle. Das bedeutet, dass wir ungefiltert
Und ohne Kritik, ohne Hinterfragung, ohne zu vergleichen, weil wir keine Referenzwerte haben, nehmen wir bis zum 7. Lebensalter erstmal alles an, was uns erzählt wird. Wir wissen mittlerweile, dass es bis zum 12., 13. Lebensalter geht. Da ist dann sozusagen die Vorlage gelegt und ab da wiederholt sich das. Jetzt musst du dir mal vorstellen, dass eine innere geistige Programmierung in uns hineingegeben worden ist und das hat deine Persönlichkeit von heute geschmiedet. Und deine Persönlichkeit hängt immer noch von deiner inneren Mind-Programming ab und jetzt schaffst du deine Realität durch deine Persönlichkeit, weil du diese innere Programmierung hast. Dadurch schaffst du die Realität. Das bedeutet, alles, was du heute machst, machst du anhand deiner Persönlichkeit und durch diese innere geistige Programmierung. Das heißt, wenn wir Veränderungen herbeiführen wollen, dann müssen wir als allererstes schauen, wie ticken wir denn in Wahrheit? Also das heißt, in welcher Situation, weil ich verkörpere ja diesen Menschen, viele wollen gesund sein und verhalten sich gesund, aber innerlich sind sie krank. Innerlich haben sie Ängste, obwohl sie Gesundheit visualisieren, aber haben Angst, krank zu werden. Also mich interessiert die Visualisierung nicht, weil meine Idee ist, im Nachhinein dafür zu sorgen, genauso wie wenn du morgens aufstehst, wie gewohnt dich so verhältst, dass man meinetwegen krank wird, dass du automatisch morgens aufstehst, dich so verhältst, dass du gesund bist, also gesund wärst. Dass die ganze Geschichte automatisiert ist. Das bedeutet, dass wir für unser Unterbewusstsein neue Programme brauchen. Um neue Programme herstellen oder zu entstehen zu lassen, muss ich als allererstes wissen, wo bin ich? Was gefällt mir in meinem Leben nicht? In welcher Situation verhalte ich mich auf die Art und Weise, wie ich mich heute oder morgen nicht mehr verhalten möchte? Und was ist die positive Absicht hinter meinem Verhalten? Was habe ich früher davon gehabt? Weil das ist ja immer der entscheidende Punkt. Alles, was du heute tust, hat es immer einen Sinn oder einen Zweck gehabt für dich. Und die Orientierung ist, zu schauen, was ist meine frühere Motivation gewesen, dass ich das heute mache? Und unser Gehirn arbeitet leider immer ergebnis- oder sinnorientiert. Das ist seine Aufgabe, also unser Unterbewusstsein. Dem ist es egal, ob du heute übergewichtig bist, dem ist es egal, ob du heute meinetwegen krank bist, dem ist es egal, ob du narzisstische Züge hast, dem ist es egal, ob du in eine Kommunikation oder in Gesprächen immer Recht behalten möchtest und du dann leider den Job nicht kriegst oder Menschen dich dann ausladen, wie auch immer. Deinem Gehirn ist es vollkommen egal, deinem Unterbewusstsein, dir wahrscheinlich nicht. Und das liegt einzig allein daran, weil dein Unterbewusstsein seinerzeit mit diesem Verhalten Erfolg hatte. Und wegen diesem Erfolg macht dein Gehirn das nach wie vor. Das heißt, wir sind keine Gewohnheitstiere. Streich das bitte von eurer Listen. Also das heißt, wenn ihr davon ausgeht, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das sind wir nicht. Wir sind keine Gewohnheitstiere. Wir sind sinnschaffende Lebewesen. Und das ist der Grund, warum wir Dinge aus Gewohnheit machen, weil wir dadurch Sinn in unserem Leben haben wollen. Und deshalb tun wir das. So, jetzt haben wir diesen Moment des Lebens, also die sogenannte Landkarte. Jetzt stehst du da, jetzt musst du natürlich auf dein Leben schauen. Du kannst gerne meinetwegen bestimmte Lebenssituationen leben und sagen, okay, ich bin in einer bestimmten Situation unzufrieden mit mir, mit meinem Verhalten, mit meinem Dasein, mit der Person, mit der ich interagiere oder wie auch immer. Und dann ist immer die Frage, wenn du dich in so einer Situation verhältst, wir haben ja vorhin den Herrn Hübsch gehabt, der sagte, ja, ich bin in der Situation, will mich durchsetzen, kann ich aber nicht und so weiter und so fort, alles gut. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir dich heute selbstbewusst oder nach meiner Ansicht selbstsicher oder Durchsetzungsvermögen machen müssten, sondern vielmehr, was ist deine positive Absicht,
die du durch deine Zurückhaltung erreichen möchtest. Das ist deine ursprüngliche Programmierung. Und diese ursprüngliche Programmierung hat dir ein Gefühl von Sicherheit gegeben, auch wenn ein Teil von dir heute unzufrieden ist. Und dann nehmen wir die Reise in deine Vergangenheit zurück, also Timeline oder Rückführung in die vergangene Zeit und schauen, was hast du damals gebraucht? Was hat dir damals gefehlt? Dann bekommst du genau die entsprechenden Ressourcen. Hier in dem Fall könnte man ja den inneren Teil, also das innere Kind auch nehmen, stellvertretend dafür, um deine Vergangenheit in die Heilung zu bringen, damit sich deine Gegenwart verändern kann, um neue Ressourcen zugänglich zu machen für deine Zukunft. Dadurch entstehen ja neue Verhaltensweisen. Bedeutet wiederum was? Wenn wir hier sinnorientiert, absichtsorientiert handeln, brauche ich dir nicht zu sagen, wie du dich in so einer Situation zu verhalten hast. Denn im Grunde genommen weißt du ja schon, wie du dich verhalten möchtest oder wie du dich verhalten solltest, warum du jetzt hier Ja oder Nein sagen müsstest, warum du jetzt einfach dich gegenüber anderen Menschen durchsetzen musst. Warum musst du jetzt sagen, den Weg, den sie gehen, den Vorschlag, den du machst, der bessere oder der richtige ist? Richtig? Das wissen wir doch alle, oder? Wir wissen, dass wir mit dem Rauchen aufhören sollten. Wir wissen, dass wir mehr Sport machen müssten. All diese Dinge wissen wir. Aber die Frage ist, warum bleiben wir auf der Couch sitzen? Nur deshalb, weil die Couch uns ein Bedürfnis erfüllt. Ich mache mal ein anderes Beispiel, damit es deutlicher und dann gebe ich den Raum dafür, damit ihr dann ein paar Fragen stellen könnt. Leider ist es ja in unserer Gesellschaft gang und gäbe, dass wir ein bestimmtes Verhalten durch ein anderes Verhalten ersetzen, weil wir davon ausgehen, dass wir Gewohnheitstiere sind und ein Verhalten, was mich meinetwegen dick und übergewichtig oder gar krank gemacht hat, schlecht sei und jetzt muss ich das Verhalten ignorieren und dafür ein anderes Verhalten ausüben. Das kennt ihr, oder? Das heißt, abends anstatt Tafel Schokolade, eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein, ja, sollte ich lieber vielleicht einen Apfel essen, Apfel kann man auch trinken, aber einen Apfel essen oder vielleicht noch irgendwie 5 Kilometer spazieren gehen oder einmal um den Block laufen. Das heißt, ein Verhalten wird durch ein anderes Verhalten ersetzt, zumindest in der Theorie. Die Problematik dabei ist, wer schon mal versucht hat, seine Ernährung umzustellen, sich gesund zu ernähren oder Sport zu machen, stellen wir fest, wir sind doch keine Gewohnheitstiere, wie es auch immer wieder behauptet wird, denn sonst müsste ja diese Verhaltensweise nach 21 Tagen sicher manifestiert haben. Und wir stellen fest, nach 3 Monaten Fasten oder gesunde Ernährung, alles vergessen und du schiebst dann die nächste Tafel Schokolade rein, richtig? So ist es. So, und jetzt ist die Frage, warum? Weil wir wiederum sinnschaffende Lebewesen sind. Und das liegt daran, weil meine Tafel Schokolade abends um 20 Uhr, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze, mir ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Absicht erfüllt. So, das heißt, das habe ich vielleicht mal als kleines Kind gelernt, meinetwegen, das kennt ihr wahrscheinlich, isst den Teller leer, damit du groß und stark wirst. Das ist ein wunderbares Beispiel, ein Klassiker. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen den Teller leer essen müssen und nicht den Rest stehen lassen können, weil sie das gelernt haben. Nicht, weil sie es gelernt haben, so stumpf, sondern weil sie dafür Lob bekommen haben, Anerkennung bekommen haben. Versteht ihr das? Brav hast du es gemacht. Also wir haben Anerkennung bekommen. Du gehörst jetzt dazu. Du bist genauso wie ich. Du bist genauso wie dein Papa. Du isst den Teller leer. Großartig. Schön. Und das ist sozusagen unsere Belohnung, das ist unsere positive Absicht. Und davon lassen wir uns ständig leiten. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch Ängste, die müsste man halt anders behandeln. Aber ich will jetzt einfach auf diese Verhaltensweisen einmal eingehen, sodass ihr nachvollziehen könnt, wie ihr das verändern könnt. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf diese Absicht einlassen, dass wir wissen, okay, es geht hier darum, dass ich durch das Essen, sag mal, Anerkennung haben will oder Zugehörigkeit haben will, und wenn du dich jetzt in diesem Zustand hineinbegibst, in diese Absicht, die erfüllt werden soll, und du dann die Erfüllung schon erlebst, dann wirst du merken, dass du das Verhalten nicht mehr ausüben brauchst. Das ist so ähnlich wie, wenn du erfüllt bist, dann bist du kein Bittsteller. Richtig?
Wenn du Sicherheit spürst, dann bist du nicht schüchtern und musst dich nicht durchsetzen, weil das passiert von alleine. Menschen lernen, Grenzen zu setzen. In meiner Welt passt das heute nicht mehr. Früher hatte ich wahrscheinlich gedacht, Grenzen setzen. Ja? Aber wer heute Grenzen setzt, trennt sich von der Masse. Wer heute lernen muss, also wenn ihr dann gelernt habt, ich muss lernen, Nein zu sagen, dann entfernst du dich von dir selbst und reduzierst deine Optionen, dich zu entfalten und zu entwickeln. Was wir lernen müssen, ist, dass wir unseren Seinszustand, wie der jetzt gegenwärtig konzipiert ist, verändern müssen. Der Seinszustand ist ein ganz entscheidender Punkt. Um den verändern zu können, müssen wir auch, nachdem wir erkannt haben, wer wir sind, was wir sind, ja, gucken, welche Programme sind es, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Wenn du eine bewusste Entscheidung triffst, ist heute für dich die Entscheidung zu treffen, dass ich nicht mehr das sein will, was ich glaube zu sein. Schreib dir das mal bitte auf, weil das ganz wichtig ist. Mir hat es geholfen, als ich auf diese Idee gekommen bin, zu sagen, ich bin nicht mehr das und ich will nicht mehr das sein, was ich glaube zu sein. Und dadurch konnte ich mich transformieren. Schon die Idee, dass ich das, was ich bin, was ich glaube zu sein, zumindest was ich glaube zu sein, das ist unglaublich transformierend. Das, was ich heute glaube zu sein, will ich nicht mehr sein. Weil dadurch öffnest du den Zugang zu deinem Potenzial, zu deiner Weiterentwicklung. Und aus dieser Starre darfst du rauskommen, wenn du nicht mehr das bist, was du heute glaubst zu sein. Das ist dann die innere Transformation. Und vielleicht noch eine Frage, die vorhin, oder meinetwegen eine Aussage, die vorhin gestellt worden ist. Ich hoffe, ich habe den Namen noch auf meiner Liste. Das ist die Christiane gewesen. Da ging es darum, dass sie sagte, meine Gedanken beschäftigen sich immer mit meiner Vergangenheit. Ja? So, und eine kurze Antwort dazu ist, Irene war das, ja? Ja, okay, danke schön. Danke für Handzeichen geben. Liegt einfach daran, dass Dinge in deiner Vergangenheit geschehen sind, weil sie heute deine Aufmerksamkeit brauchen, um geklärt zu werden. Klärung ist ein ganz entscheidender Punkt. Also nicht nur angucken, ja, sondern in die Klärung gehen. Dinge, die geklärt werden, da fließt wieder deine Seele, da fließt wieder deine Energie und du bist dann wieder vollständig. Dinge, die bis jetzt nicht geklärt sind, die machen sich aufmerksam oder machen sich bei dir aufmerksam. Vielleicht nochmal eine Sache, bevor ich auf Fragen eingehe. Ich glaube, diesen Hinweis muss ich geben, weil der ja unglaublich wichtig ist. Und das ist, es wird gewünscht, dass wir uns immer auf das Gute oder Positive fokussieren und konzentrieren sollten. Kennt ihr das? Konzentriere dich einfach auf das, was gut ist. Jetzt möchte ich dir mal ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, du hast Zahnschmerzen. Ein einziger Zahn tut weh und das ist hier oben rechts, irgendwo im Backenbereich. Ja. Du gehst zum Zahnarzt und sagst, hey Doktor, Doktor, ich habe Zahnschmerzen. Und er guckt und kontrolliert und sagt dann, es ist doch nur ein Zahn. Im Vergleich zu den anderen Zähnen, ja, ist es noch nicht mal 1%. Das heißt, du hast mehr gesunde Zähne, 30, 32 gesunde Zähne. Das heißt, man listet dir auf, ja, schau doch mal, du hast ein Dach über den Kopf, du hast einen sicheren Job, du bist gesund, ja, du hast einen tollen Mann, du hast Kinder, die du großgezogen hast, ja, schau doch mal, was du alles erreicht hast. Lege deinen Fokus doch mal auf diese Dinge, die gut sind. Bringt das was? Es bringt nicht, der Schmerz ist da. Das heißt, du kannst nicht durch Veränderung deines Fokus glauben, dass du in die Heilung kommst. Es braucht deine Aufmerksamkeit. Das heißt, es ist gut, dass wir den Schmerz erkennen, aber es ist noch besser, wenn wir es einmal annehmen. Und es ist noch wichtiger, einfach in die Klärung zu gehen. Ich bleibe erstmal dabei, sodass ich dann eure Fragen beantworten kann. Also versteht bitte den Prozess auf eine besondere Art und Weise, weil das tiefgründig ist, weil sonst bleiben wir auf der Oberfläche und dann will man nur das Verhalten verändern, man will sich nur gesund ernähren, aber die Gesundheit wird nicht eintreten ohne die
die richtige innere Einstellung, ohne unseren Seinszustand. Die Erfolge werden nicht eintreten, wenn wir innerlich nicht klar sind. Und wir haben das so vorhin auch schon gehört, dass Irene war das, soweit ich mich daran erinnern kann, mit dem falschen Namen vorhin, ja, richtig? Ja, genau, dass du sagtest, wie passt das zusammen mit der Dankbarkeit? Und wenn du dir was anderes wünschst, bedeutet, du bist dann hier nicht dankbar, richtig? So, und das ist dann die Schwierigkeit dabei. Und meines Erachtens brauchen wir das Dankbarkeitstraining nicht, weil wir auf der einen Seite wieder im Vergleich sind, negativ gesehen. Ich muss dann sehen, dass ich mehr habe als die anderen. Anstatt in diese Freude zu bleiben, dass mir das Leben gelingt. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir das Leben gelingt, dann hast du auch die Möglichkeit, dass dir das Leben noch besser gelingt. Und noch besser kann in jegliche Richtung gehen. Kann manchmal sogar sein, ich will keine Millionen Euro, sondern ich will einfach Freiheit. Je nachdem, was dein Wert ist. Also wertschätzend oder sinnschaffend. So müssen wir arbeiten. Ja? Ich gehe gleich mal auf eure Fragen ein. Also Marlene, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Du hast die Hand gehoben. Bitte. Hast du Fragen? Ja, ja, direkte Fragen noch nicht einmal. Aber ich will mal was zu dem sagen, was das Visualisieren angeht. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, gesagt habe, ich will das bis ja, sowieso, dann hat es bis dahin geklappt. Ich habe das gesagt, habe es losgelassen und es ist eingetroffen. Ich habe meine 5 Richtigen damit gemacht und so weiter. Aber ich sage, ich fahre auf den Parkplatz mit der Überzeugung, das ist auch so. Dann fahre ich dahin und ich kriege genau diesen 2. Parkplatz immer. Also einmal etwas, wie soll ich sagen, erfahren, positiv aufgenommen und dann mit dem gleichen Gedanken wieder los und es stimmt. Das hat also soweit ganz gut geklappt und dann sehe ich das mit dem Visualisieren ein bisschen lockerer. Aber was mich so angeht, ist so dieses Innere, wie du eben sagtest, das Prägende in der Kindheit. Wenn zum Beispiel, wie bei mir, ich die mit 5 Geschwistern aufgewachsen bin, habe das Gefühl, ich bin nichts wert, mich sieht keiner und ich mache mich bemerkbar mit Worten und rede nachher auch dementsprechend sehr viel. Und meine Mutter sagt dann irgendwann, naja, wenn du mal stirbst, dir muss man den Mund noch extra kaputt schlagen. Ja, dann traut man sich später nichts mehr zu sagen. Irgendwann kam der Punkt und ich habe weitergesprochen. Habe dann aber erkannt, das bin ich. Ich bin das einfach und habe dieses Reden angenommen, so wie ich bin mit meinem Reden. Und habe dann festgestellt, auf einmal wollten alle, dass ich Vorträge halte und so weiter. Obwohl ich selber immer noch innerlich schüchtern, gehemmt, mir nichts zugetraut habe. Aber die Reden haben immer geklappt, weil ich dann das die Resonanz von anderen Menschen bekam. Aber das Problem war ja immer noch da, im Inneren. Ich selber musste es nur verändern. Und da, ich weiß, andere wollen auch noch drankommen, aber ich habe da gerade so viel zu sagen. Und dann gibt es so eine Situation, wie Sie eben auch sagten, mit dem Rauchen. Jahrelang wollte ich aufhören zu rauchen. Immer wieder probiert, mit Hypnose, mit allem Möglichen. Es hat nicht geklappt. Da ist für mich so eine andere Seite. Auf einmal werde ich morgens wach und da höre ich laut und deutlich, ich weiß nicht, eine Stimme, die mir sagt, du hörst ab sofort auf, das wollen wir schon seit 5 Jahren. Und ich wusste, wenn ich jetzt runtergehe, eine rauche, ist es vorbei. Und ich habe ab dem Tag aufgehört zu rauchen. Ich bin jetzt 2 Jahre clean, es fiel mir noch nie so leicht wie da. Und da bin ich auf einer anderen Seite, wo ich sage, es gibt noch mehr als wie nur mein Ich. Es gibt andere Dinge, die mir Hinweise geben. Einen Monat später habe ich erfahren, dass ich Krebs hatte, der jetzt ausgeheilt ist. Aber
Ich sage nur, für mich gibt es da noch andere Geschichten, die dahinter stecken. Nicht nur meine Erfahrungen aus der Kindheit, meine Erziehung. Es ist noch was anderes da, was mir einen Weg bereitet, was mit mir innerlich eine Verbindung hat. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen ganz stark gemerkt. Ich bekomme immer wieder plötzlich Sachen, die sind in meinem Kopf, ich sage sie und die treffen ein. Ich sage sie oder sehe sie von anderen Menschen. Und deswegen ist es für mich im Moment so ein bisschen schwierig zu sagen, was will ich wirklich selber und was will die andere Seite von mir. Sehr gut. Ja, danke es war jetzt sehr viel. Perfekt, passt. Also danke für diese tolle Ausführung. Ich möchte gerne da ansetzen mit dem Parkplatz wünschen. Einverstanden? Ja. So. Also der entscheidende Punkt ist, da hast du auch wunderbare Beispiele gebracht, die miteinander kollidieren, aber auch sich gegenseitig aufheben und widersprechen. Ne? Und das hat mehrere Gründe. Der erste ein Grund ist, wenn du dir Dinge wünschst, also visualisierst und die gehen in Erfüllung, nur deshalb, weil deine innere geistige, nochmal zum Verstehen, innere geistige Programmierung, nicht nur mentale Programmierung, sondern innere geistige Programmierung auf den Wunsch schon eingerichtet ist oder ausgerichtet ist. Und das ist der Grund, warum es funktioniert. Dann hast du ja schön dargestellt und erklärt, ich habe das alles mit dem Vortrag gemacht, ich bin ich rede zu viel, meine Eltern oder meine Mama sagt XY, aber ich habe den Vortrag gehalten, ich kann das ganz gut, es gelingt mir wunderbar, aber die innere Programmierung widerspricht mit dem. Das heißt, hier würde Folgendes nicht funktionieren. Jetzt sind wir wieder bei innere Geistige, also inner Mind. Mind steht für Geist, geistige Programmierung. Das heißt, hier würden Visualisierungen gar nicht in Erfüllung gehen, weil da ein Mangelgefühl in einem ist. Das heißt, eine Programmierung, die dich daran hindert, in Wunsch zu gehen, wie ich verdiene jetzt Geld mit Reden. Ja? Oh, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ja? Und so weiter. Obwohl du es schaffen könntest, ne, du bestätigst, obwohl du es schaffen könntest, obwohl du es ein paar Mal gemacht hast, die Erfahrung hat gezeigt, du kannst das, aber diese frühe Prägung aus deiner Vergangenheit hindert dich daran, also dein Seinszustand. Und dann hast du gesagt, wir sind natürlich mit höherer, ich nenne es mal höherer Macht verbunden. Da gebe ich dir recht, da kann ich dir leider nicht widersprechen, will ich auch nicht, weil das dann zu wenig wäre, wenn wir sagen würden, wir sind nur die physische Welt. Einverstanden? Denn wenn wir jetzt über unsere Inner Mind Programmierung sprechen, sprechen wir von dieser geistigen Programmierung, innere geistige Programmierung, die dann wiederum Folgendes voraussetzt. Und das ist, wie ist deine mentale Programmierung, ob das ein Zu ist oder nicht, und dir erlaubt, mit der geistigen Welt im Kontakt zu sein oder mit deiner Intuition, nenn es, wie du es möchtest. Einverstanden? Denn wenn wir diese eine Haltung haben, wenn wir eine innere Blockade haben, wenn wir eine sogenannte Vorannahme haben, dann wird es natürlich schwierig werden, sich telepathisch überhaupt mit jemand anderem zu verbinden. Und telepathisch sich mit jemandem zu verbinden, ist dann natürlich eine menschliche Fähigkeit. Du stellst dir was vor, ne? Also das heißt, du bist dann im Gefühl, ach, dein Freund ruft dich an, die Person ruft dich an und denkst dann, ich habe gerade mal an dich gedacht. Kennt ihr das? So, das heißt, so weit dürfen wir auch entsprechend gehen und in diesem Moment gebe ich dir auch Recht und sage dann, das stimmt. Ja, wir haben unsere Intuition und sehr oft ist auch unsere Intuition auch tatsächlich fehlgeleitet, weil unsere Intuition ist hier in Deutschland andere, als wenn wir zum Beispiel in Afrika leben würden. Und das ist keine festgelegte Sache, was immer wieder als eine festgelegte Sache dargestellt wird. Es hängt immer von der Umgebung ab. Es hängt immer von den Gefahren oder von dem Potenzial ab, in welche kreative Umgebung du bist oder in welche einschränkende Umgebung du bist. Und da brauchen wir unsere Intuition. Unsere Intuition sichert gleichzeitig unser Überleben, ja, oder gibt uns die Möglichkeit zum Wachsen. Und das müssen wir immer wieder von der Umgebung ein Stück abhängig machen. Dennoch, danke für deine Frage, war sehr, sehr ausführlich. Und vielleicht mal nächste Person. Hat jemand eine weitere Frage? Ja, Jutta, gerne. Okay. Du hast dich wieder
Ausgeschaltet. So, jetzt? Gerne. Okay. Was ist denn mit den Emotionen? Und zwar, ich meine, ich bin selber seit 45 Jahren im heilenden Bereich tätig und alles, was ich so gelernt habe, ist, um Menschen gesund zu machen, um selber gesund zu werden, muss man in eine positive Grundhaltung kommen. Also in ein Gefühl von Gesundheit, also nicht visualisieren, sondern in das Gefühl kommen. Also zum Beispiel Heartmath-Institut, Psychoneuroimmunologie, das heißt 5 Minuten Dankbarkeit, sich was Schönes vorstellen, freuen, 8 Stunden lang sind halt messtechnisch im Blut, die weißen Blutkörperchen oben, die Killerzellen oben und das Immunsystem macht alles platt, was nicht reingehört. Was ist denn ja mit geistiger Programmierung in dem Sinne nichts zu tun, sondern ich arbeite ja über die Emotionen. Ja. Gefühl. Sehr gut. Danke für diese schöne Frage. Das ist mein Lieblingsfachgebiet, nenne ich das mal. Nun, stell dir bitte Folgendes vor. Wenn wir diese Übungen machen, gehen wir in erster Linie davon aus, dass wir krank sind und das tun müssen, um in die Gesundheit zu kommen. Diese Vorannahme ist ja schon da. Und ich habe vorhin gesagt, wir müssen einen Paradigmenwechsel wagen. Der Paradigmenwechsel bedeutet, lass uns bitte einfach davon ausgehen, dass Gesundheit natürlich und normal ist. Und ich muss dafür nicht arbeiten. Bitte versteht richtig. Du wirst mir, Jutta, sicherlich recht geben. Gesundheit ist natürlich. Das ist sozusagen Aufgabe des Menschen, überhaupt Aufgabe der Natur, gesund zu bleiben. Das heißt, unser gesamtes System, menschliches, tierisches und universelles System, ist darauf ausgerichtet, gesund zu bleiben. Das ist schon die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, um tatsächlich in diese Heilung, dauerhafte Heilung zu kommen, liebe Jutta, ist, dass sie einmal natürlich diese Annahme haben muss und zweitens, was tue ich denn? Welche innere Haltung habe ich, die mich immer wieder, das sind dann sogenannte Programmierungen, die mich immer wieder in diesen negativen Zustand hineinbringen, die ich auflösen müsste, damit die Natur seine Arbeit macht. Also das heißt, wenn irgendetwas kaputt ist, ja, nehmen wir einfach mal eine Schale voll mit Äpfeln. Und wenn ein Apfel verdorben ist, dann nehme ich doch den verdorbenen Apfel weg, in Anführungszeichen, ich rede jetzt metaphorisch, damit du verstehst, es geht zum Beispiel um die Gefühle oder Gedanken, so dass ich, wenn ich das weggenommen habe, dann bleiben die anderen Äpfel länger gesund. Und lass es einfach mal auf den Menschen übertragen. Das heißt, wenn ich dann schon in bestimmten Situationen Stress empfinde, dann ist es doch sinnvoll, wenn ich mich so entwickle, dass ich in dieser Situation keinen Stress mehr empfinde. Und wenn ich dann diese stressige Situation nicht mehr wahrnehme, nicht mehr empfinde, sondern freudig bin, dann brauche ich keine 5 Minuten am Tag Dankbarkeitstraining zu machen. Dann muss ich mich nicht in diesem einen Zustand zu bringen, weil, wie wir es dann vorhin von Herrn Hübsch gehört haben, sagte, es gibt Menschen, die machen das, ohne dafür irgendeine Leistung zu erbringen. Es gibt Menschen, die sind gesund, ohne eine Leistung zu erbringen. Und ich glaube, in diese Heilungsbranche ist es so, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Krankheit und denken, dass für Gesundheit gearbeitet werden muss. Nein, wir arbeiten für die Krankheit und deshalb entsteht die Krankheit. Und für die Gesundheit müssen wir nichts machen. Das heißt, wenn ich krank bin, habe ich was dafür getan. Und für die Gesundheit muss ich nichts machen. Und das muss uns einfach mal bewusst werden. Wir müssen nicht bestimmte Lebensmittel zu uns nehmen, sondern wir müssen einfach gucken, welche Lebensmittel unserem Körper gut tun und die weglassen, die meinetwegen unseren Körper verstimmen und so weiter und so fort. Und dadurch komme ich dann schon automatisch in die Heilung. Einverstanden, Jutta? Ja. Also praktisch umsetzen ist natürlich jetzt nicht so einfach, weil ich meine, ich habe natürlich auch mit schwerstkranken Patienten, mit Krebspatienten, Schlaganfallpatienten und. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Da wäre tatsächlich meine Empfehlung für dich, Jutta, also wenn ich mal eine Empfehlung aussprechen darf, ist, ich konzipiere für nächstes Jahr 2023 die Ausbildung zum Inner Mind Transformationscoach, ja, und es geht wirklich darum, genau diese Dinge zu eliminieren, dafür zu sorgen, dass der Zustand wirklich dann in diesem guten, gesunden Zustand kommt. Das heißt, wir brauchen eine gesunde Umgebung, geistige, emotionale und physische Umgebung, damit das auch eintreten kann.
Vielleicht mal einen kurzen Hinweis dazu. Meine vorige Lebensgefährtin war krebserkrankt. Ja? Und ihre Brüste sollten abgenommen werden, etc. etc. Ich habe mit ihr, mit Inner Mind Programming, 6 Monate gearbeitet. Das ist ein ziemlich langes Thema, vielleicht mal vor 16 Jahren. Und sie sollte Medikamente bekommen, sollte natürlich behandelt werden entsprechend und so weiter. Und wir haben es einfach riskiert, wir haben es gewagt. Und 6 Monate habe ich sie begleitet, behandelt. Dann wurde sie nach 6 Monaten gesund, dass man da nichts mehr gefunden hat. Und sie durfte ja in der Zeit wegen ihrem Körper, also wegen Krebs weitergeben und so weiter, vererben. Sollte sie ja keine Kinder bekommen, aber dann haben wir unser zweites Kind bekommen, Kiana. Und sie ist gesund und die Mama ist bis heute noch gesund. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, wir sind noch gar nicht in dieses Thema, in diesen Prozess eingegangen, wie man es dann verändern kann. Aber was wir heute gerne verstehen dürfen, ist in erster Linie den Paradigmenwechsel. Also das heißt, ich kann mit diesen alten Paradigmen nicht langfristig Veränderungen schaffen. Und ich muss einfach erkennen, oder ich darf, wie ihr wollt, erkennen, dass ich einfach eine neue Sichtweise, einen neuen Blick auf die Dinge bekommen darf, bekommen muss, damit ich auch wirklich in die Veränderung kommen kann. Wenn ich ständig denke, dass ich für Erfüllung arbeiten muss, dann werde ich nicht erfüllt sein. Wenn ich die ganze Zeit denke, dass ich für die Gesundheit arbeiten muss, dann werde ich die Gesundheit nicht halten können, weil ich es morgen wieder verliere. Das sind diese Ansätze, dass uns einfach bewusst werden muss. Und das ist auch der Grund, warum ich seinerzeit damit angefangen habe, mehr mich so zu programmieren, damit ich von da an morgens die Gewohnheiten ausübe oder die Verhaltensweisen ausübe, die mir gefallen, anstatt morgens aufstehen, die erste Zigarette anzuzünden und sagen, oh mein Gott, warum rauche ich denn? Ja? Sondern, dass ich dann einfach das Zigarettenrauchen einfach sein lasse und stattdessen mich dann gesund verhalte und nicht immer ständig gegen mein Verhalten bin. Okay, weitere Fragen dazu? Oh, ich sehe ja sehr viele nachdenkliche Gesichter. Okay, möchte jemand noch eine Frage stellen? Einmal die Hand hoch, ich gebe noch uns allen die Möglichkeit. Ja, gerne, Barbara, gerne. Ich schaue mal, dass ich dich freischalte, bitte. Ja, hallo. Du hast vorhin gesagt, 2023 willst du die Ausbildung machen. Wir haben schon 2023. 24. Okay. Danke für die Korrektur, ja. Ja, danke. Ja. Und würde das über den Frankfurter Ring gehen? Also machst du das über den Frankfurter Ring? Ja, das wäre vielleicht mal sehr spannend, um mit dir darüber zu sprechen. Ja. Also der Termin, dem Workshop, in der Mind Programming Workshop, da wir dann wirklich in die Transformation kommen, also das heißt, alles, was wir heute theoretisch besprochen haben, gehen wir da wirklich ausführlich in diese Transformation rein, findet ihr am 25. bis 26. statt. Also das heißt, wenn ihr Lust dazu habt, kommt dahin, damit ihr auch wirklich die Veränderung am Leibe spüren könnt. Dass ihr dann wirklich auch die, ich sag mal, alte Gewohnheiten oder Gefühle oder Emotionen, die sich dann scheinbar immer wiederkehren, da sind und euch nicht loslassen wollen, dass wir die wirklich auch los oder aufarbeiten können, damit ihr das wirklich auch einmal am Leibe spüren könnt, ja? So dass ihr diese Veränderungen für euch habt. Dann schaut doch einfach gerne, wenn ihr dann da Interesse habt, dann macht ihr gerne vielleicht mal ein Angebot an Britta, damit wir dann da vielleicht mal was konzipieren können gemeinsam. Aber nein, bis jetzt ist es vorgesehen, dass 2024, danke für die Korrektur, 2024 die Ausbildung hier in Hamburg bei mir in den Räumlichkeiten stattfindet. Aber warum denn nicht auch in Frankfurt? Könnte ich deine Frage beantworten? Ja, das wäre super in Frankfurt. Hamburg ist weiter. Ja, Barbara kommt also aus Frankfurt. Ja, sehr schön. Ja, Frankfurter Ring ist einfach klasse. Die machen das so gut und die machen so eine gute Betreuung und sind so weit vernetzt überall. Und also das ist einfach toll. Ja, so deswegen. Ja.
Ja, also hier kommen jetzt ein paar Fragen, die habe ich dann so ein bisschen gelesen. Ich würde gerne auf den Workshop eingehen, weil wir haben jetzt eine fortgeschrittene Zeit. Also erstmal vorab danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr da mitgemacht habt bis jetzt. Und ich hoffe, dass eure Fragen, die ihr euch zu Beginn gestellt habt, erfüllt sind oder meinetwegen auch sogar die Erwartungshaltung erfüllt ist. Ansonsten gerne nochmal weitere Fragen stellen. Aber bevor da jetzt weitere Fragen kommen, würde ich gerne einmal auf den Workshop am 25.26. eingehen, falls ihr Lust und Interesse habt, damit ihr daran teilnehmen könnt. Übrigens, dieser Workshop findet natürlich über Frankfurter Ring statt. Und den Link gibt sicherlich Britta einmal gerne hier rein, damit ihr euch dann heute anmelden könnt. Weitere Informationen über die Preise kann Britta vielleicht nachher noch was sagen. Aber ich spreche einmal über den Ablauf. Also, wie vorhin schon gesagt, die Ideen, die wir hier heute gemeinsam besprochen haben, sollen an diesen zwei Tagen in die Praxis, in die Umsetzung kommen. Das heißt, wir werden gemeinsam, den Prozess werden wir in der Gruppe gemeinsam durchlaufen, wird so ablaufen, dass du deine individuelle Blockaden, Ängste oder emotionale Disbalancen oder Wünsche, Kreation, was du gerne haben oder erreichen möchtest, auch durchlaufen kannst. Wie wir das denn ablaufen? Das heißt, wir werden uns in der ersten Phase, da wir heute schon sehr stark in der Theorie gewesen sind, aber wir werden natürlich in der ersten Phase uns dein gegenwärtiges Leben anschauen. Es geht im Grunde genommen darum, wo bist du, wo stehst du? Das werden wir mit deinem Ratioverstand machen. Also analytisch sein. Wo stehst du? Wie war es denn früher? Wie soll es dann später sein? Wie ist es, wenn es dann so weitergeht? So, dass du einfach einen Ist-Zustand hast. Im nächsten Schritt schauen wir einfach genau das an, was dich dahin geführt hat, wo du heute stehst. Und im nächsten dritten Schritt geht es dann hauptsächlich darum, was bist du, was verkörperst du, was ist dein Seinszustand, dass du sozusagen alles weiterhin aufrecht erhältst. Im nächsten Schritt geht es dann natürlich darum, sich dann mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, also in die Heilung zu bringen, sodass du eine entsprechende gesunde Basis für dich schaffst, um deine Zukunft erschaffen zu können. Schaut mal, die Problematik ist sehr häufig bei der Visualisierungstechniken. Wir gehen einfach in die Zukunft, visualisieren uns unsere Zukunft und vergessen, dass wir eine Basis brauchen. Wir brauchen immer eine Basis, um große Sprünge machen zu können. Wenn die Grundlage nicht gefestigt ist, dann sickern wir immer durch. Und jeder von uns wird das bestätigen können. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir die richtigen Werkzeuge nicht haben, wenn wir nicht in uns oder wenn wir nicht gut gesattelt sind, dann werden wir auch nicht gut reiten können. Das ist ja kein Hexenwerk, aber das muss einfach klar sein. Und aus diesem Grund schaffen wir erstmal die gesunde Umgebung in Hier und Jetzt. Heilen die Vergangenheit, schaffen die Stabilität in deinem jetzigen Leben, um ab hier beginnen zu können, die Zukunft zu erschaffen. Und das erschaffen wir nicht auf der bewussten Ebene, sondern sorgen dafür, dass diese Zukunft in deine Zeit, dort, wo du drüber gehst, ne, wie ein Weg, ja, dass es auf deinem Weg platziert ist, um dieses Ziel auch zu erreichen oder dieses Leben zu erreichen. Denn im Nachhinein können wir unsere Zukunft rückwärts erschaffen, nicht vorwärts. Wir können unsere Zukunft rückwärts erschaffen. Genauso wie wir im Prinzip unsere Gegenwart rückwärts erschaffen haben. Und wenn das wiederum in den Köpfen reingeht, dann wird es wesentlich einfacher sein, in die Transformation zu kommen. Und wir werden alle gemeinsam arbeiten. Also das heißt, es wird ein Thema angesprochen. Ihr werdet eure Fragen dazu stellen. Ich werde euch einige Fragen dazu stellen. Ihr werdet Antworten geben. Ihr werdet Antworten vielleicht aufschreiben oder euch Gedanken darüber machen. Dann werde ich den Prozess starten. Wir werden gemeinsam durch den Prozess gehen. Es ist vollkommen egal, wie viele Personen da sind. Es kann eine oder 1000 Menschen da sitzen. Denn jeder wird diesen Prozess, Prozess bedeutet einen Schritt nach dem anderen. Und das Thema ist ja vollkommen egal. Denn du beginnst ja immer mit deinem Ist-Zustand, durchläufst den Prozess, bis du in deine Heilung gekommen bist. Und wenn wir dann fertig sind, gibt es eine kurze Besprechung, sogenannte Supervision, dass ich dann nachfrage, wo bist du und gab es dann Schwierigkeiten? Und dann setzen wir nochmal nach,
falls irgendjemand meinetwegen mit dem Prozess nicht hinterhergekommen ist, und sorgen dafür, dass jeder in einem bestimmten Zustand am Ende angelangt ist. Sicher wäre es dann in dem Moment auch wirklich gut zu fühlen, dass ihr auch eine gewisse Erwartungshaltung von diesem Workshop haben dürft, ne, und haben solltet. Also nicht dahin kommen und sagen, ja, mal gucken, ob der Workshop irgendwas wirkt, weil die Wirkung schaffe nicht ich. Die Wirkung schaffst du. Das ist wichtig, ne? Also die Wirkung schaffst du. Und da wäre natürlich, wenn du dich heute dafür entscheiden solltest, dieses wunderbare Angebot in Anspruch zu nehmen, dann ist es wirklich jetzt schon sinnvoll, dass du die Entscheidung triffst und sagst, ich komme dahin, weil ich wirklich eine echte Veränderung haben will und komme mit einer entsprechenden Erwartungshaltung dahin. Daher nimmt gerne dieses Angebot in Anspruch, ja, und seid mit all euren Sinnen dabei, mit dem Wunsch, dass ihr Dinge verändern wollt. Wir werden es nicht theoretisch besprechen, sondern wir werden tatsächlich einen Prozess nach dem anderen machen. Das ist der prozessorientierte Workshop, der dafür sorgen wird, dass du am Ende des Tages die alten Blockaden oder Belastungen, Glaubenssätze nicht mehr hast oder dich nicht mehr so belasten, wie sie dich früher belastet haben. Ja? Okay. Falls es zu Fragen gibt, gerne einmal die Hand heben. Irene, ich sehe, du hast die Hand gehoben. Ich sage mal das, was da steht an Namen. So, hast du Fragen? Soll ich dich freischalten? Ja, bitteschön. Also ich bin immer noch Nicole, keine Ahnung, warum Nicole, da Irene steht. Vorher war ich Aurelian, jetzt Irene, also ich bin Nicole. Spannend, ja. Ich habe leider, also nein, nicht leider, ich bin nächstes Wochenende auf einem Biodanzer-Seminar, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wäre ich da nicht, würde ich gerne kommen. Und jetzt meine Frage, wiederholst du das nochmal oder müsste ich dafür oder für was Ähnliches nach Hamburg kommen? Was hast du wiederholen? Also jetzt aktuell steht das, ja, also jetzt aktuell steht das einmalig an für 25. Okay. 26.2. Mhm. Britta, vielleicht kannst du dann was dazu sagen? Wird das aufgezeichnet? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Dann komme ich mal mit jetzt ins Bild. Gerne. Und kläre ein bisschen auf. Wir machen als erstes hier mal den Link in den Chat rein. Ihr bekommt aber auch eine E-Mail, wo das, was wir heute Abend sagen, auch nochmal schriftlich ist, wer jetzt nicht gleich mitmachen kann. Wir haben euch versprochen, die heute da sind, die bekommen einen Sonderpreis, werden auch belohnt sozusagen. Ihr habt also eine ziemliche Ermäßigung. Von 360 auf 299 Euro für die 2 Tage, inklusive Aufzeichnung, inklusive Workbook. Das ist auch noch im Programm enthalten. Und wir haben jetzt dieses 2-tägige Event mit Resa extra vereinbart. In Hamburg sind es längere, da ist er ja auch vor Ort, dann physisch da, aber wir wollten euch nicht am Bildschirm für mehr als 2 Tage halten. Das ist schon eine Herausforderung für viele. Aber wir werden das abwechslungsreich und interaktiv, wie ihr es merkt. Heute Abend haben wir es schon anklingen lassen, gestalten, sodass es auch lebendig wird und ihr also nicht nur an den Stühlen klebt. Ja? Ihr habt ja heute schon ein bisschen Resas kennenlernen können. Resa, du hast so einen schönen Satz in deinem Programm, der hat mich sehr angesprochen. Und das wollen wir doch auch allen mitgeben. Ich lehre dich nicht, wie es geht, um dich dann nach Hause zu schicken, damit du es selbst veränderst. Wir verändern an Ort und Stelle. Und für mich ist das so etwas, das ist so ein unique selling point, wie man so schön sagt. Das macht dich auch besonders, dass du etwas in Aussicht stellst, dass es wirklich an Ort und Stelle geheilt werden kann oder auf den richtigen Weg gebracht werden kann durch deine Methode, die eine Fusion ist von verschiedenen Methoden, die wir heute auch von dir gelernt haben. Ihr habt also Anklänge, ganz viel NLP heute erlebt, ihr habt Elemente von Hypnose auch kennengelernt, ihr habt aber auch andere
therapeutische Intervention erlebt heute. Und das ist das besondere Paket, was Theresa auf eine schöne Weise euch geschnürt hat mit all seiner Lebenserfahrung, die ja von ganz tief unten bis in die höchsten Höhen gegangen ist und immer wieder sich neu erfinden, immer wieder sich neu ausrichten auf ein gutes, gelungenes Leben. Und das wünschen wir allen, die dazu kommen, und dahin wollen wir euch gerne begleiten. Ja. Deswegen, Dank. Hier der Link, ne, da könnt ihr drauf gehen und heute Abend auch nochmal in die E-Mails gucken, und die Aufzeichnung von heute kommt morgen Abend auch nochmal mit dem Angebot, und schickt es dann weiter. Bringt eure Freundin, Freund mit, wenn ihr möchtet. Zu zweit das zu machen, ist nochmal schöner. Vielen herzlichen Dank, Britta. Vielleicht auch mal einen Satz von mir, der dich zum ernsthaften Nachdenken anregen soll. Wenn du so ein Mensch bist wie ich, der dann irgendwann sagt, ich möchte nicht ständig an mir rumdoktoren oder arbeiten müssen. Ich möchte nicht ständig prüfen und schauen, was ich denke und was ich esse und wie ich mich verhalte und so weiter. So dann, dass es automatisiert stattfindet. Das heißt, die Großartigkeit, die du in dir hast, dass es stärker im Vordergrund steht, dass du dich wirklich leben und erleben kannst, anstatt ständig dich korrigieren zu müssen und achtsam zu sein, was du sagst, wann du sagst. Also genauso, wie du es sonst immer gemacht hast, aber natürlich mit deiner Großartigkeit. Dann ist es wirklich wichtig, an deine innere Welt zu arbeiten und an diesem Workshop teilzunehmen. Denn mir war es wichtig, morgens aufzustehen, einfach meine Großartigkeit zu zeigen, anstatt jetzt darüber nachzudenken und sagen, okay, oh, jetzt habe ich wieder negativ gedacht. Sondern dass ich von Anfang an, von Beginn, wenn ich in den Tag starte, dass ich schon positiv drauf bin, anstatt jetzt auf meine Fehler schaue und einfach sage, oh, jetzt hast du schon wieder gedacht, oh, das Glas ist halb leer, oh mein Gott, der Tag ist ja wieder hinüber. Also wenn du wirklich diesen Anspruch von dir hast und von deinem Leben hast, dann bist du herzlich willkommen. Und vielleicht, wenn du mich nochmal erleben möchtest oder ja, von mir ein bisschen mehr erfahren möchtest, ich würde auch jetzt gerne, das habe ich auch mit Britta soweit auch besprochen, das ist auch ein Vorschlag von unter anderem von ihr gewesen, ich halte einmal im Monat einen Live-Change-Talk. Ja? Da sind einige, die auch hier dabei sind, die mich auch kennen. Die kennen mich auch von dort. Den Link gebe ich hier rein. Tragt euch gerne damit ein. Der nächste Termin wäre am 23.02. Kommt gerne dazu. Ihr könnt euch eintragen. Ihr könnt auch den Link weitergeben. Die Idee, was Change-Talk in sich trägt, ist, dass wir diese Inspirationen einmal für uns selbst verinnerlichen und zweitens an die Welt nach draußen geben. Denn ich sage es immer wieder, mein Anspruch ist, die Welt zu verbessern, damit es mir gut geht. Also wenn du, sag mal, gesunden, ja, egoistischen Anteil in dir hast, ja, dann macht es Sinn, dass es auch anderen gut geht. Denn wenn es denen besser geht als jetzt, dann bist du weniger der Mülleimer, ja, und ihr könnt dann wirklich gute Ideen gemeinsam besprechen oder inspirierende Gespräche oder fröhlichere Gespräche führen als wie bisher. Also wenn du dazu auch noch Lust hast, kommst gerne mit dazu, ja, schlupfst hier mal rein, Change Talk, wunderbare Thematik, ja, und du kannst dich da entsprechend einbringen, weil die Idee ist, ich verbessere mich, um die Welt zu verbessern. Ja, ich bedanke mich, falls ihr dann weitere Fragen habt. Gerne meldet euch bei Britta oder direkt bei mir. Ansonsten wünsche ich euch einen wirklich sehr, sehr schönen Abend und danke, dass ich euch heute begleiten dürfte. Es war für mich eine große Freude und ich hoffe, dass ich eure Erwartungen erfüllen konnte. Danke und habt eine gute Zeit. Ein herzliches Dankeschön in die große Runde heute Abend, dass ihr uns treu geblieben seid bis zum Ende. Das ist wunderbar. Es hat euch insofern, denke ich, viel Stoff zum Nachdenken gegeben und Impulse für das innere Wachstum. Vielen Dank. Ihr hört wieder von uns. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Bye bye. Bye bye.